Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich präsentiere heute Teil 5 meiner Retrospektive deutscher Bands, Frumpy. Und ich habe verstanden, nicht nur für mich, auch für euch ist es eine sehr bedeutende Band. Und deshalb fange ich ganz früh an. In diesem Video überspanne ich die Zeit von Anfang der 50er bis zum Ende von Frumpy. Einflüsse, erste musikalische Tätigkeiten, versehen mit Musikschnipseln. Wir beamen uns in das Jahr 1950. Nach Hamburg. Die Stadt, das ganze Land war geprägt von Ruinen, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat. Zerstörung überall. Schulen, Wohnhäuser, Versorgungsstätten, Kirchen, Amtsgebäude, Straßen, alles ruinös. Und viele Männer kamen vom Krieg nicht mehr zurück. Sie waren gefallen oder in Gefangenschaft. Und die Frauen wurden zu Trümmerfrauen. Sie entkernten die Ruinen, um den ersten Schritt für einen Wiederaufbau zu machen. Und die Kinder und die Jugendlichen hatten kein leichtes Leben. Es war dem alles unterzuordnen. Du hattest ja nicht mal ein eigenes Zimmer und schliefst auf der Couch im Wohnzimmer. Und die Schule war streng. Und nach der Schule musstest du weiterhin Leistung bringen. Das war verlangt. Entweder du machst beim Wiederaufbau mit oder du schmeißt einen Teil des Haushaltes, achtest auf deine Geschwister. Und man war arm. 1948 gab es die Währungsreform. Jeder Erwachsene bekam 40 Mark. Und so wurdest du ins Leben entlassen nach dem Krieg. Man musste gucken, wie man zurechtkam. Und die Menschen waren fleißig. Sie waren ehrgeizig. Sie wollten Mut schöpfen und das Land wieder aufbauen. Und allmählich sah man etwas davon. Trotz dieser Umstände wurden in dieser Zeit auch Babys geboren. Es gehörte auch zum Aufbruch dazu. 1946 erblickte Inga Rumpf das Licht der Welt. 1947, allerdings in Paris, Jean-Jacques Kravetz, der dann als Jugendlicher nach Hamburg kam. Carsten Bohn, 1948 geboren. Und Karl-Heinz Schott war schon ein bisschen älter. Der wurde Ende der 30er geboren. Für die Kinder und Jugendlichen war es sehr schwer. Du hattest vielleicht einen Ball oder Murmeln zum Spielen. Das war aber schon ein Ereignis, weil du konntest andere Kinder oder Jugendliche um dich scharen und es kam zu gemeinschaftlichen Aktionen, zu Kommunikation, zu sozialem Verhalten. Und du lerntest auch Jungs oder Mädels kennen. Auch eine neue Erfahrung. Zu Hause war es streng, also war man doch lieber unterwegs. Konntest nur auf der Straße spielen. Die Versorgungslage war sehr schlecht im Land. Viel musste improvisiert werden. Du bekamst keine Arbeit. Wenn du Glück hattest, konntest du vielleicht bei den Besatzern Arbeit finden und es ging dir ein bisschen besser. Oder du hast mit denen getauscht, dass du irgendwas aus deinem Hausstand hattest, was du umsetzen konntest in Ernährung. Das Gesangstalent von Inga wurde schon sehr früh erkannt. Schon mit 5 verdiente sie Geld, indem sie in der Öffentlichkeit sang und man einen Hut aufstellte. Mit 7 bekam Inga eine Gitarre für weitere musikalische Aktivitäten. Sie lernte Dekorateurin und
hatte ihre musikalischen Interessen schon weiterverfolgt, mit Songwriting und Gitarre üben. Die Jugendlichen trafen sich in der Eisdiele, verabredeten sich fürs Kino. Und das war das Größte, was sie erleben konnten zu dieser Zeit. Ein Leben, das ihnen in einem Film vorgespielt wurde, das nachahmenswert ist, das interessant ist, das Perspektiven eröffnet. Und da waren Typen dabei, die sehr interessant waren, die einen veranlassten, sich was abzugucken, was nachzumachen. Und da waren so Typen wie Marlon Brando oder James Dean, die so voller Selbstbewusstsein war, dass man sich davon eine Scheibe abschneiden konnte. Und nicht nur Filme aus USA, es kamen auch Rhythmen, Klänge aus USA, denn da war der Rock'n'Roll ausgebrochen. Und unsere Elvisse, das waren Peter Kraus und Ted Herold. Sugar, Sugar, Baby. Mary on the chain, auch Diana ist bezaubernd und nett. Doch das eine ist mir klar, ich käme dauernd in Gefahr, wenn ich dich nicht hätte, mein Sugar Baby. Hey, Sugar, Sugar Baby! Little Linda, wozu? Little Linda, sprichst du immer nur so viel von Liebe und Gefühl, ja, aber dann. Der Rock'n'Roll hatte auf die Nachkriegsgeneration erheblichen Einfluss. Inga Rumpf war auch noch sehr stark an Soul und Gospel interessiert und bewunderte Mahalia Jackson. I found the answer. I like to pray. With faith to God. Die jungen Leute wollten sich treffen, hatten Interesse an Kommunikation, an Austausch, gemeinsam Musik machen und die Gemeindesäle boten dies an. Und so konnte man mit seinem Instrument kommen oder wenn man singen konnte, sich zusammentreffen und mal einfach loslegen. Und dann trafen sich Gruppen im Gemeindesaal und sangen Gospel und Blues. Sie sangen auch Protestlieder, die den Krieg anprangerten, verdammten. Es waren eine lose Gemeinschaft, 4, 5, 10, manchmal 20 Leute, die da zusammenkamen. Und der harte Kern formierte sich zu einer Band, The City Preachers. Aber übrigens auch Udo Lindenberg zum Teil dabei. Die City Preachers enthielten viele Talente. Und es kam zur ersten Aufnahme. Sometimes I'm in a mood, I don't wanna do nothing at all. But then I get, then I get, then I get, then I get. That's all, babe, I'm in a mood. Sing, oh, glory, hallelujah, may Jesus' name. John O'Brien Docker war der Bandleader der City Preachers und er nahm erheblichen Einfluss auf die Songauswahl und auf den Sound der Band. Viele Traditionals erhielten ein neues Kleid. Preachers waren keine reine Vokalformation. Da spielte man auch Schlagzeug, Bass, Gitarre, Orgel oder Klavier. Und es waren etliche Talente dabei. Wir werden das noch mitbekommen. Das größte Talent beim Singen war Inga Rumpf. Und
Über 2 Jahre war sie in der Formation der City Preachers dabei. Aber immer wieder versuchten Agenten, sie für andere Lieder, für andere Sounds zu interessieren. Und so kam es zu verschiedenen Produktionen. Sie sangen Sonny and Cher oder Bob Dylan. Die Band, sie tobt, Gitarren bieten laut. Love so fair, and so she died dreaming of this kiss. His kiss was honey. Ingas Lebenstraum war, professionell Musik zu machen, eigene Songs, Texte zu schreiben und so zu interpretieren, dass sie davon leben kann. Mit 5 kam ihr das schon in den Sinn. Und das haben verschiedene Agenten ziemlich ausgenutzt. Die wollten eine Alternative zu Alexandra oder anderen Schlagersängern. Und so versuchten sie, Inga zu vermarkten. Und die machte das mit. Sie ließ nichts unversucht. Inga hat den Kontakt zu den City Preachers nie aufgegeben. Und sie kehrte zu ihren Wurzeln zurück, mit eigenen Songs. So tell me people, well I hope you understand me. Why did he go? You gonna need that. Gonna need that gory little. Das Interesse von Inga lag aber an einer Mischung verschiedener Stile. Sollte Rock eine Rolle spielen, jazzige Elemente und Blues und Funk. Und sie formierte mit den Herren Karl-Heinz Schott, Jean-Jacques Ravetz und Carsten Bohn als erste weibliche Bandleaderin Frumpy. Sie war ein Symbol. Die erste Frau, die eine E-Gitarre und eine Lederhose trug. Und die Band von Inga wurde ihrer Stilvielfalt gerecht. Es waren sogar klassische Elemente drin. Die Songs waren getragen von ihrem Gesang und dem Keyboardspiel von Jean-Jacques. Viele wilde Improvisationen und Carsten Bohn setzte tolle Aspekte über Schlagzeug, welche Karl-Heinz Schott noch förderte. Eine wilde Mischung, wilde Improvisationen der Band, die sich 1970 mit ihrem ersten Album auf dem Markt etablierte. Bevor Frumpy ins Studio ging, waren sie auf Frankreich-Tournee. Im Vorprogramm von Spooky Tooth spielten sie 50 Gigs. Damit waren sie reif fürs Studio. Seit 1970
Bevor das erste Album All Will Be Changed erschien, tourte die Band intensiv. Die wollten ihr Album promoten. Eins der größten Auftritte war in der Hamburger Markthalle. Und da spielten viele Bands. Whenever I'm happy, sitting here and hold my hand and kiss me so and love me. You make me feel right. You make me feel so light. Hörten sich natürlich auch andere Bands an. Und da fiel ihnen besonders auf Sphinx Tash. Die hatten einen Gitarristen. Sehr emotional und sehr virtuos. Inga Rumpf, die Band, hatte großes Interesse daran, ihr Spektrum im Sound um einen Gitarristen zu erweitern. Und sie holten Rainer Baumann in die Band. Und da klangen sie dann so. Die Band Frumpy hatte jetzt ein sehr breites musikalisches Spektrum. Mit der Erweiterung durch den Gitarristen Rainer Baumann und den Solokünstler Jean-Jacques Kravetz waren sie super in Form und präsentierten auf Tour ihr Können. Und es gelang ihnen sogar, nach England zu kommen, wobei diese Tour sicherlich nicht ihre erfolgreichste war. Die Engländer waren noch nicht bereit für Krautrock à la Frumpy, All Will Be Changed. Im Vorprogramm von Matt the Hoople stellte sich so gut wie keine Resonanz auf dem Rekordmarkt ein. Die Band stärkte ihre Fertigkeiten und ging für das zweite Album ins Studio. Und sie hatte große Unterstützung von ihrem Label. Die versahen die Verpackung ihrer Alben in kunstvolle Covers. Das gilt für All Will Be Changed, genauso wie das zweite Album, welches ein Meilenstein in der deutschen Rockgeschichte wurde. Felt unfair. He ran to the phone and said, my son is sick. He's a deserter. He was crying. Die Musikalität, die in den Songs steckt, und die Wucht der Interpretationen, sei es die Dramaturgie oder die Spannung des Wilde, finde ich einfach großartig. Diese Improvisationen sind sowas von stark. Aber auch Texte haben einen tollen Inhalt. Duty hat mich irgendwie besonders berührt. Der Vater ruft bei der Armee an und klagt an, dass sein Sohn zum Deserteur geworden ist, weil es seine Pflicht ist. 1972 wurde ich zum Bund einberufen und wollte nicht hin. Ich hatte eine pazifistische Einstellung. Ich habe verweigert und zum Glück konnte ich dann Zivildienst machen. Also bei mir ist da die Nähe ganz besonders. Das setzt sich aber dann auch in dem dritten Album fort, wo sie den Song geschrieben hat, Singing Songs. 1971 veröffentlichte das Label die erste Single. Road Riding, Time Makes Wise ist die Rückseite. Und das zweite Album wurde sehr schön aufgemacht. Das Cover habe ich schon erwähnt und das Album selber war blau gesplattert. Also eine neue Variante.
Das Label stand voll hinter der Band. Und mit Thomas Kuckuck hatten sie auch einen der besten deutschen Tontechniker. Gerade haben wir noch die Single gehört, Road Riding. Die B-Seite ist Time Makes Wise. Eine Single mit Non-LP-Tracks. Das Songwriting auf dem zweiten Album ist absolut bemerkenswert. Inga Rumpf schrieb alle Texte. Die Songs wurden hin und wieder von Rainer Baumann oder Jean-Jacques Ravetz mitgeschrieben, ergänzt. Die Arrangements bildeten die ganze Band ab. Thomas Goldermann machte die Produktion, ein großer im deutschen Business, und in den Studios war Thomas Kuckuck an den Reglern. Und das Label hat dann auch noch das Album verschönert mit einer Neuerung, ein blaues Vinyl gesplättert mit Schwarz. Hat man auch noch nicht gesehen. Die Cover habe ich schon erwähnt. Inga Rumpf, überragend im Gesang, die natürlich ihre Anpassung zu ihren Texten wunderbar schafft. Ein Song, der bluesig beginnt, anschwillt, die Instrumente den Gesang noch betonen und dann einen Durchbruch schaffen und eine virtuose Abwechslung von Keyboard und Gitarre schaffen. Tolle Songs, tolle Dramaturgie und wunderbare Virtuosen. Ich finde das Album grandios, eins der besten überhaupt. Und Inga Rumpf als Frau im Rockbusiness hat nicht viele, die ihr folgen können. Renate Knaub gibt es noch von Amundyl oder Joy Fleming, die bei Joy Unlimited sang. And you think my place is wrong. Vom dritten Album, das 72 erschienen ist, haben wir gerade Singing Songs gehört. Dieses Autobiografische, das macht mich total an. Wenn sie singt, dass sie auf der Bühne fast jede Nacht singt und gar nicht weiß, wer vor ihm steht und dieses On the Road sein so präsentiert. Das macht mich so an, weil ich bin der, der im Dunkeln steht und den Star sieht, der Inga bewundert, sich in sie verliebt und alles mitnimmt, was sie auf der Bühne gibt. Tolle Texte, tolle Dramaturgie, so viel Inbrunst und ich muss sagen auch glaubhaftes, authentisches, was sie von sich gibt. Was mir auch besonders nahe geht, wenn ich Frumpy höre, ist die Symbiose ihres Gesangs mit den Inhalten, mit den Texten aus den Songs. Duty zum Beispiel, der Vater, der seinen desertierenden Sohn verrät. Was ist das für eine Geschichte? Das hat mich sehr berührt. Ich selber war 72 vor der Wahl gestanden, zur Armee oder verweigern. Ich habe mich für Letzteres entschieden und durchgerungen und habe Zivildienst gemacht. Aber so eine Geschichte, das berührt einen. She's walking down the road. Unglaublich
berührend, mitreißend, mich betreffend, sie betreffend. Sie steht auf der Bühne nahezu jede Nacht und singt ins Dunkle. Sie weiß gar nicht, ob ich wegen der Musik da bin oder welche Gründe auch ich immer habe. Ich habe mir das immer umgekehrt auch vorgestellt, dass ich hier bin, um die Songs zu hören. Und weißt du überhaupt, wer ich bin? Du weißt es nicht. Eine tolle Harmonie zwischen Rocker, der auf der Bühne steht, und dem Rocker, der sich mitgenommen fühlt. Vielen Dank, Inga, für solche großartigen Songs. Besetzung von Frumpy gibt es noch ein Live-Doppelalbum. Davon werde ich euch den Backwater Blues vorspielen. Ah, yeah. I can't move no more. Yeah, yeah. Die Liebe zur Musik der Band ist nach wie vor vorhanden. Das hat auch die Arbeit an dem Clip wieder gezeigt. Die Entwicklung von einer crowdigen Band zu einer klasse Rockband hat mich sehr beeindruckt. Die musikalischen Fertigkeiten, das Songwriting, die Stimme von Inga und deren Inhalte haben mich damals sehr berührt und treffen mich heute noch. Und der Clip endet hier. Und in einem weiteren Clip werde ich die Karriere von Atlantis und den Seitenprojekten der Mitglieder aus der Band beleuchten. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Noch ein kurzes Soundschnipselchen von Jean-Jacques Kravetz, der ein Soloalbum 1972 erstellt hat. Would never end. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.